So, hallo an alle und herzlich willkommen zu einer Adventure Map hier in Minecraft. Und zwar ist es Calmer Nightmare, also Albtraum oder was auch immer. Ich habe noch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und es hieß, wir sollen uns hier erstmal die Regeln durchlesen, die in einer extra Datei stehen. So, this adventure is quite roleplay oriented, so if you want to really experience life into your role as an ex-police detective in this. Okay, bisschen Geschichte und so. Do not wander into the forest or swamp unless instructed, so the wilderness here is dangerous. Ooh. City center, gate past the bridge is off limits, do not go there. Notice twine blocks unless specifically allowed to spawners can be destroyed. Okay. Signs with marks such as 1A or DC mean that you have to find the folder with the capital symbols. Achso, sind also hier diese Ordner. Im Download war noch so eine ZIP-Datei mit, ja, mit ganz vielen Textdateien und so ein Bild einer Karte. Was heißt ein Bild einer Karte? Mit so einer Karte. Wird uns vielleicht noch weiterhelfen. So, follow the tips and guidance is given in the TXT files for best experience. Play on peaceful unless otherwise instructed to maximize roleplay experience. Note, this map can be played in multiplayer, but best experience is okay. So. Das erste, was wir machen sollen, ist, Game Rule Mob Breathing Balls. Oh man. Survival Low Cheats On. So, random selber auch noch für Fire Tick. So. Also, ich glaube, wir sollten hier auf Easy spielen. So, 1A, das werde ich mir gleich noch durchlesen. Oh, hallo Tiger. Ja. Ja. Und da damit anstrengend. So, ich würde mal sagen, lese ich mir das gleich mal durch. Oh mein Gott. Options. Video Settings. Moody. Achso, nee, noch auf Peaceful, das kommt erst später. So, denn jetzt hier Story Arrival Carmel, Massachusetts, May 13. You are still asking yourself what are you doing in such a stinking place in the middle of nowhere like with Carmel. The place probably has about 100 residents with 3 last names. As you arrive at the gate of the town with a bus and unload your bags, you are wondering if this was happening if you were still working at the polling station. Wrist dump makes you cry for you come to bed in Boston. As the bus is quickly fading between the dense foliage, you turn yourself towards the town gate, take a deep breath and step into the town. New objective, check in at the inn. Yeah. Check in ein in check. Yeah. Der wird verrückt. Nun, wenn wir es doch gleich mal machen. So, bei dir haben wir mit uns...
Arsch. Am Anfang hier sind wir willkommen. So. Town of Car. Oh, wir kommen hier zum Angeln. So, was haben wir hier? Hallo, haben wir schon mal schade. Das ist schlecht. Also. Ah, hier ist ja schon Carmel Inn. Doch, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten, dass wir jetzt Textdatei 1G lesen sollen. Ja, ich sehe schon, es ist eine sehr textreiche Map. Also, hier, ich werde das jetzt einfach mal alles überspringen. Wer will, kann jetzt hier das Video pausieren und sich den Text durchlesen. Falls Objective complete. Check in, enter in. New Objective, go to your room. So. Jetzt hat es immer gehen. Und das werden wir jetzt machen. Ich wette, das ist ziemlich schnell. Ist das da ein Bild? Keine Ahnung. So. Schöner Ausblick hier. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Dann wird's mal das da. Aber ich weiß nicht. Uff, Mann. Und das ist gefährlich hier. Gefährlich. Stehen wir morgens auf und fällt gleich runter. So, das hier scheint unser Zimmer zu sein. Checkpoint brauchen wir hier eigentlich nicht. Ah. Ob wir das da brauchen werden? Weiß. Mal da rein. Wenn wir bestimmt brauchen. So, und jetzt die 1C. So, also. Objective complete. Go to your room. New objective. Go to your friend's house. So. Ich stehe hier irgendwo, wo der ist. Der ohne so die Map zwischen kommen an so die Map ist das dann ja das ist nie und da geht so eine Treppe. Okay, gut, weil das schön gemacht ist hier. Und Transat Night. Können wir schlafen. Und Spawn Points versetzen. Dann geht's auch schon los. Guck trotzdem mal, was hier oben ist. Oh. Das ist hier. Man kann sehen sollen mit dem Blut hier. Es ist schon ein bisschen gruselig, aber ich muss mir mal sagen, nein, das ist nicht so wie in Slender oder Outlast. Hier kommt keine so komische Gestalt, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ne, gut. Hätte ja sein können. Gerade dieses S, das sind doch so, glaube ich, Zusatzdinger da. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Die wir allerdings nicht zwingend brauchen. 1D. Gut. M1D. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut und warum soll ich mir das jetzt nicht durchlesen? Das bringt doch nichts. You see a local at the top of the stairs. Before you can do anything, he shouts, halt. You ain't from around here, so stay out of the upper town, got it? You can also forget about going to the church or to the town center, right? Well, if you say so, that's right. Okay.
Das heißt, wir dürfen hier jetzt also nicht lang gehen und Time Set Nacht so. So, hier steht es, also jemand dürfen nicht vorbei. Und das da ist das Haus, in das wir müssen. Und oh, was für ein Zufall, hier ist ein Weg. So, ich muss hier mal gerade kurz einen Cut machen. Und oh. Also ich bin nicht so der Freund von Jump'n'Run, vor allem nicht in Minecraft. Aber wenn schon hier an sowas einfach im Scheitere. Gott. Aber hier ist doch der Weg, oder? Sieht so aus. Mann. Ja. Bloß nicht schon gefallen, gut. Ah, Hintergrund, wie schön. Also, was haben wir hier? Ein Ofen. Übrigens, ich habe hier dieses Texture Pack drin, das wir da reinmachen sollten. Also nur ein paar unterschiedliche Formen, glaube ich, mit den Gemälden da, so blutig aussehen. Und es ist vieles noch beim Alten geblieben. So, 1E, wir haben hier wieder was. Fackeln. Vielleicht, wenn wir die mal brauchen. Und bessere Ausrüstung. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, was war das? 1E, gut. Nehme ich mal durch. Look for your friend at that school. Kapitel 2, super. So. Dann schaue ich mal gerade auf der Map nach. Ah, da unten ist die Schule. Wir sind dort. Schon mal sagen, können wir auch einfach da den Haupt-Ein- oder Ausgang nehmen. Den wir auch reingegangen sind. Und irgendwie hat das gerade bei mir richtig geleckt. Ah, ich glaube, ich habe eine Vorahnung, was es sein könnte. Ich bin gleich wieder da.